Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann sagen, ich bin schon mal froh, dass ich herkommen darf, ohne dass die Androhung eines Hausverbots besteht. Und nein, ich bin nicht nachtragend. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir im Augenblick in einer relativ schwierigen Phase unserer Parteigeschichte sind. Wir haben im Augenblick Wahlergebnisse, die liegen zwischen 1 und 2%. Wir kommen in den Umfragen unter Sonstige vor, das heißt namentlich nicht erwähnt. Der Traum davon, einen eigenen orangenen Balken in der Tagesschau zu bekommen, ist im Augenblick ferner denn je zuvor. Zusammengefasst vielleicht, die Situation ist relativ kacke. Und ich glaube, dass wir nur eine einzige Chance haben, die Situation zu verändern. Und zwar die, dass wir anfangen, uns ein nach außen wahrnehmbares Profil zu geben. Wir sind die Partei, die im Internet geboren wurde. Die ersten Diskussionen über die Gründung dieser Partei fanden online statt. Die Initialzündung für die erste Gründung war ein Blogbeitrag. Was sonst? Wir sind die Partei der digitalen Revolution. Wir sind die Partei, die die Aufgabe hat, einfach schon allein aufgrund ihrer Gründung, ihrer Entstehung. Wir sind die Partei, die Revolution in der Welt, in die Politik getragen wird. Wir sind die einzige Partei, die versteht, wie das Netz funktioniert. Die anderen träumen immer noch von Vorratsdatenspeicherung und ähnlichem Bullshit und wissen nicht, dass sie in dem Atemzug Dinge aufs Spiel setzen, die so unglaublich wichtig für die Demokratie sind, wie das vertrauliche Gespräch zwischen einem Mandanten und seinem Anwalt. Weil sie es nicht checken, weil sie einfach keine Ahnung von dem ganzen Themenkomplex haben. Das ist unsere Aufgabe. Das müssen wir machen. Und wenn ich sage, wir müssen uns ein Profil geben, dann heißt das nicht, dass wir unser gesamtes Programm wegschmeißen müssen. Alex, sorry, du musst jetzt durch. Das, was die Hessen gemacht haben, zu sagen, alles weg, ist suboptimal. Weil das Programm ist ein Rahmen für das, wofür wir stehen. Das ist ein Rahmen für das, wofür unsere Kommunalparlamentarier ihre politischen Entscheidungen treffen müssen. Das ist das, was wir im Laufe der Zeit als unser politisches Gewicht erarbeitet haben, wofür wir alle stehen. Nicht jeder in jeder einzelnen Facette, das ist klar. Es gibt immer irgendwelche Entscheidungen, die man selber blöd findet. Im Zweifel zieht man dann ein T-Shirt an und bekommt es nachgetragen. Aber es ist trotzdem das Parteiprogramm, das wir gemeinsam erarbeitet haben. In vielen, vielen langatmigen Parteitagen. Ich kann mich an welche hier in Baden-Württemberg erinnern, wo wir Speed-Voting erfunden haben. Demokratisch fragwürdig, aber sau effizient. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig. Wenn ich sage, wir sind die Partei der digitalen Revolution, bedeutet das nicht, dass wir unser gesamtes Programm wegschmeißen und ab sofort nur noch für Netzneutralität kämpfen. Das ist Bullshit. Aber es bedeutet, dass wir anfangen, nach außen wahrnehmbar ein Profil zu erzeugen. So wie die Grünen heute noch gewählt werden, weil sie sich irgendwann mal vehement für Umweltschutz eingesetzt haben. Wenn man heute auf der Autobahn unterwegs ist, fahren Busse rum, da steht drauf, fahr grün. Die haben es geschafft, diese fucking Farbe mit ihrer blöden Partei zu verknüpfen. Das ist Agenda-Setting von wirklich großer Tragweite. Und das ist das, was wir auch machen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Partei für etwas steht. Und eigentlich haben wir das schon. Wie gesagt, wir sind die Partei der digitalen Revolution. Wir sind die mit den Antworten. Und das bedeutet für mich, dass wir uns um Themen kümmern, wie beispielsweise den Datenschutz, um den Schutz vor Überwachung, um Transparenz. Wir hatten vorhin einen Parlamentarier hier aus Stuttgart, der hat von seiner Arbeit berichtet. Ein wesentlicher Teil, warum wir unglaublich viele Kommunalparlamentsmandate erringen konnten, war, weil wir für Transparenz gekämpft haben.
Das ist ein wichtiges Thema. Und Transparenz setzt digitale Welt voraus, weil erst dann kann ich das Zeug zeitnah veröffentlichen, kann darauf zugreifen und kann es auswerten. Wenn wir bei der Transparenz sind, haben wir gleich das Gegenstück dazu, die Beteiligung. Es ist kein Geheimnis, dass ich Wahlcomputer skeptisch betrachte. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Meinungsbildung online machen können. Das heißt nicht, dass wir nicht gemeinsam diskutieren können. Hey, ich bin jeden Tag im Mumble. Man kann mir nicht sagen, jeden Montagabend lange im Mumble. Man kann mir nicht sagen, ich sei technikfeindlich. Ich bin nur skeptisch, wenn es bestimmte einzelne Prozessschritte angeht. Aber darüber können wir diskutieren. Dessen bin ich mir sicher. Letztendlich geht es bei der Aufgabe, die wir als Piratenpartei haben, darum, einen Gesellschaftsentwurf für eine voll digitalisierte Gesellschaft, in die wir uns gerade verändern, zu finden. Und das wird alle Themenfelder betreffen. Und dafür braucht es die Piratenpartei. Und mein Appell, meine Bitte ist, lasst uns gemeinsam kämpfen. Lasst uns über einzelne, unterschiedliche Vorstellungen, was einzelne Programmpunkte betrifft, meinetwegen vehement und nachhaltig streiten. Aber lasst uns nie aus den Augen verlieren, dass wir alle Piraten sind, dass wir gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der wir auch wirklich leben wollen und können. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es wieder heißen kann, ich bin stolz darauf, Pirat zu sein. Mein Name ist Stefan, ich bin Pirat.